In diesem Video trinke ich das stärkste Bier der Welt mit dem Jeanette. Ja, hallo, willkommen bei We Want Beer auf meinem Kanal. Da, wo früher die Mühe und Bier-Folgen waren, aber mittlerweile haben wir einen eigenen dedizierten Kanal. Aber lange Rede, kurzer Sinn, das ist der Jeanette. Das ist der Achim. Genau, und ihr findet die Mühe und Bier-Folgen jetzt auf dem eigenen Kanal. Ich versuche euch das hier oben zu verlinken. Könnt ihr halt draufklicken und euch da auch die alten Folgen angucken. Und auch die neuen, die regelmäßig kommen werden. Das einfach mal so als Übergang für die alten Hasen, die sich gewundert haben, wo sind die Folgen auf einmal hin. Und die Neuen, die lernen mich jetzt ein bisschen kennen und erfahren ein bisschen mehr über mich und eine meiner anderen Leidenschaften, und zwar Bier. Und deswegen gibt es den eigenen Kanal. So, Intro, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben hier das stärkste Bier der Welt. Ihr seht vielleicht schon, das ist so eine Flasche, die ist ungefähr so groß wie so eine kleine Tabasco-Flasche, die man vielleicht zu Hause hat. Ich habe das gelesen, habe gesagt, das brauchen wir beide. Auf jeden Fall. Und ich habe es mir ein bisschen größer vorgestellt. Es gibt, glaube ich, irgendwie 150, 160 Flaschen oder so davon und kostet knapp Pi mal Daumen 30 Euro. Dann auch Versand und alles dabei. Und dann kam die Flasche hier an. Aber ich bin gespannt. Es gibt auch eine Geschichte drumherum. Ja, klar. Du hast gesagt, du weißt sie sogar. Ich musste nachlesen. So, ja, also es gibt eine ganz interessante Geschichte. Schorsch Boy und Brewdog. Brewdog ist ein großes Unternehmen. Und Schorsch Boy ist ein kleines Braumanufaktur in Franken. Genau, da sind wir wieder im Programm. Ja. Jeanette, seine Frau, kommt aus Franken. Ja. Und Jeanette holt halt für sein Biercafé West hier in Dortmund auch oft halt Bier aus Franken. Das stimmt. Und wir probieren das ja öfters immer miteinander. Mhm. Und wir beurteilen das auch. Und dann sagen wir, okay, es passt nicht. Und das ist wirklich etwas, wo ich sage, wow, wo du mir das gesagt hast, sind mir die Augen aufgegangen. Weil das stärkste Bier habe ich ja viel gehört. Auch die Geschichte dahinter. Aber ich habe es noch nie getrunken. Weil Schorsch Boy braut halt wirklich Biere, die halt sehr speziell sind, auch stark an Alkohol. Die haben auch, Brewdog und Schorsch Boy haben miteinander gebettelt. Ist eine etwas längere Geschichte. Brewdog hat ja halt ein Bier gebraut, hat gesagt, The Sinking Bismarck, auf die Anspielung auf den Bismarck, der sinkende Bismarck. Und, aber Schorsch Boy hat noch immer noch die Idee, Brewdog übertrumpft. Und am Ende ist ja End of History gekommen, aber das End of History hat nie stattgefunden, weil Schorsch Boy hat wieder übertrumpft. Aber dass sie jetzt miteinander kooperieren, das hätte ich mir nicht gedacht. Okay, also wir reden hier über 57,8%. Okay. Und du hast die Geschichte schon erzählt, du wirst das sogar mehr als ich. Ich würde jetzt einfach mal kurz von Brewdog vorlesen. Und vor über einem Jahrzehnt hat sich Brewdog ein amüsantes Kopf-an-Kopf-Rennen mit Schorsch Boy aus Franken geliefert. Wer braut das stärkste Bier der Welt? Und das Duell ist inzwischen Bierlegende. Deswegen weißt du es ja auch. So, höchste Zeit also, diesen Wettstreit ein weiteres Kapitel hinzuzufügen. Also das ist alles, was auf der Brewdog-Seite dazu steht. Diesmal allerdings zusammen. Wir machen mit unseren Freunden von Schorsch Boy gemeinsame Sache. Collaboration Brew, auch nichts Neues in der Bierszene, aber schön, wenn sich halt auch Leute zusammentun. Die hatten gemeinsam ein Ziel und das spektakuläre Ereignis oder Ergebnis, besser gesagt, ist das Strength in Numbers, ein Bier. Mit sage und schreibe haben wir gerade gesagt, 57,8%, das einen kolossalen Alkoholgehalt dem traditionellen Eisbock Distilling verdankt. Bockbiere sind so generell nicht meins, aber dadurch sind die halt sehr hochprozentig. Das Bier wird mehrfach eingefroren. Die sich bildenden Eiskristalle werden entfernt und dadurch wird das halt sehr hochkonzentriert. Ja, also den Rest, das spare ich euch. Es gibt ganz viel, könnt ihr euch
auf der Blogseite durchlesen, beziehungsweise verlinke ich euch einfach mal unten das, was ich gerade angelesen habe, falls ihr euch da schlau machen möchtet. So, ich würde sagen, probieren wir das gute Stück mal. Danke, Achim. Also, es ist ja auch irgendwie versiegelt. Ja gut, das ist eine Bügelflasche. Ja, Bügelflasche, aber... Oben versiegelt mit Wachs, würde ich vermuten wieder. Würde ich auch sagen, Wachs oder das Gleiche. Jetzt habe ich die Ehre, danke. Gerne. Es ploppt logischerweise nicht, weil halt der Wachs das verhindert. Okay. Guti. Deswegen wollte ich das auch nicht öffnen. Weil ich denke, da kann man sich, glaube ich, nur blamieren, wenn man es noch nie gemacht hat. Okay. So, wir haben hier auch zwei passende Gläser. Und für den Tim. Und für den Tim lassen wir auch noch was drin. Klar. Tim hinter der Kamera wird auch immer bei We Want Bier versorgt. Ja, also Tim, danke nochmal an Tim für seinen Einsatz, Engagement. Und jetzt bin ich mal gespannt. Der Text auf der Flasche ist auch so klein, dass ich den auch kaum lesen kann. Das ist halt auch, ich brauche eine neue Brille. Habe ich auch letztens festgestellt, dass ich eine neue Brille brauche. So, haben wir noch ein bisschen was drin? Ja. Gut, dann stell es mal schön in die Mitte. Also ich schätze mal, dass das irgendwie 0,25 oder 0,3. 0,4 ist in der Flasche drin. 0,4? Mhm. Perfekt, dann habe ich das richtig gut geteilt. 0,2 für dich, 0,2 für mich und natürlich für unseren Tim. Also wenn 0,2 für dich und für 0,2 für mich, also ist Tim nichts mehr, ne? Bei 0,4. Also rechnen ist jetzt nicht dein Stärke. Also 0, ja. Ja. Naja. So. Also es ist halt extremst, sag ich mal, hier rötlich. In dem Glas hat es natürlich auch sofort dieses Whisky-Feeling. Hat auch so leichte, torfige Whisky-Aromen, ne, Achim? Oder? Oh, ich bin da raus bei Whisky, ey. Ja. Naja. Also, boah, ich traue mich nicht. Aber wenn du riechst, riecht das jetzt logischerweise weniger als Bier, als dass du denkst halt, also wenn du das so hinstellst, auch in so einem Glas, und mit dem Geruch, dann kann ich mir vorstellen, dass jemand sogar denkt, das ist Whisky. Ach, ich kann nicht mehr. Ich muss probieren. Okay. Gönn dir. Gönn dir. Alkohol schmeckt es aber. Ja, aber es schmeckt. Es schmeckt. Also Torfaromen sind da drin. Boah, ich habe noch nie sowas getrunken. Also ja, Whisky, aber das ist kein Whisky, das ist ein Bier. Aber das wärmt auch von innen. Nicht, dass mir rot wird es hier. Ja, also, ich meine, es ist ja kalt auch zur Zeit hier. Ja. Ist schon ordentlich gefroren. Und ich meine, du hast aber ein schönes T-Shirt an. Natürlich auch noch drunter hier schön dein Hoodie, weil es kalt ist. Nee, im T-Shirt geht nicht. Nein, geht nicht. Aber das wärmt von innen. Das ist halt der Klassiker hier, Alkohol wärmt. Das stimmt. Puh. Ja. Also, ich finde schon gut. Ich bin jetzt auch kein Whisky-Typ. Ne? Also von daher, also so mit starken Alkohol und so in die Richtung, auch mit Torfnoten, wie du meinst, da kriegst du mich jetzt weniger. Aber ich finde halt, das kannst du trinken. Das ist durchaus lecker. Mehr als hier. Also eine Flasche alleine wäre mir eigentlich schon zu viel. Ja, auf jeden Fall. So 0,2 ist schon ganz cool und von Teilen ist eigentlich auch ganz cool. Ich merke das jetzt, es wärmt von innen. Also, da würde ich auch, es ist schwer zu bewerten, finde ich. Ich sag einfach 4-0. Das Ding ist Hammer. Ja, ich gebe dem 4-0, weil ich auch honorieren möchte, halt auch diese Arbeit und Kooperation, die Geschichte halt. Ja. Und das ist also. Dass sie 10 Jahre gebraucht haben, oder eine gewisse Zeit gebraucht haben, miteinander zu kooperieren, Respekt. Das ist schon. Ja. So, Strengths in Numbers. Wie viele Check-ins? 229. Wie gesagt, es gibt, glaube ich, wie gesagt, als ich bestellt habe, stand irgendwie, es gab halt 160 Flaschen oder so um den Dreh. Es waren, glaube ich, irgendwie noch 80 da und ich habe 3 bestellt.
Aber natürlich zum Beispiel jetzt wir trinken, Tim trinkt, also du hast natürlich mehr Check-ins. Und ich bin mir nicht sicher, ob die außerhalb der Flaschen vielleicht auch noch mal ein paar extra produziert hatten. Aber ich gebe dem jetzt auch eine 4. Da bin ich jetzt entspannt. Und so, das Foto, Kamera. Sehr edel. Zack. Foto rein. Bierkaffee, Flasche schon beim Check-in zu wählen. Hier dabei ist es natürlich schon ein bisschen schräg. Hat auch noch keiner meiner Freunde getrunken. Okay. Also wir sind die Einzigen in unserem Bekanntenkreis, sag ich mal, die das getrunken haben. So, und wie wird es generell bewertet? Das gucken wir uns ja auch immer an. Generell wurde es mit 3,77 bei entsprechenden 229 Check-ins bewertet. Okay. Ja. Das stärkste Bier der Welt. Muss man jetzt mal erlebt haben. So. Also wenn du einen ordentlichen Schluck nimmst, dann wärmt es, wie gesagt, echt von innen. Auf jeden Fall. Also auf jeden Fall sehr interessant. Das stärkste Bier der Welt. Und wenn ihr mehr zum Thema Bier wissen wollt, könnt ihr das auf dem Vivon Bierkanal entsprechend euch angucken. Da sind Janet und ich entweder im Biercafé oder auch unterwegs mal. Wir waren ja beim Frank Lieper, den Detmold, in einer Folge vor Ort und vielleicht mal auch noch mal bei anderen Brauereien. Da wisst ihr halt dann entsprechend mehr um das Thema. Ich fand schön, dass du jetzt auch mal wieder auf meinem Kanal warst. Das hast du ja gar nicht mitgekriegt, halt, dass wir einfach geswitcht sind, aber so passiert's. Und vielleicht sehen wir dich ja eh noch mal hier, auch beim Steak. Auf jeden Fall. Alles klar. Guti, dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video sehen. Und bis dahin, Prost. Ich habe noch einen Schluck drin. Lass es dir schmecken. Alles Gute.